Als ich in Rente ging, habe ich überlegt, dass ich mich sozial engagieren will. Mein Zielgebiet ist ja Nürnberg-Fürth, also meine Städte, hier lebe ich. Und ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, meine beruflichen Qualifikationen einzubringen für andere Menschen. Man könnte es augenzwinkernd als Ich-Verein für soziales Engagement bezeichnen. Wenn ich einen neuen Job suche, das ist ungefähr alle 6 bis 8 Monate der Fall, dann läuft es immer nach dem gleichen Schema ab. Ich nutze inzwischen mein Netzwerk und frage die Leute, wird irgendwo was gebraucht? Oder ich gebe ab und zu auch mein Inserat auf in einer Veranstaltungszeitung und normalerweise geht es dann kurz drauf los und ich gehe in irgendein Büro und fange an zu arbeiten. Ja, der Thomas Hendrich hat ja mit einem unserer Partner, dem Zentrum Aktiver Bürger, schon vorher zusammengearbeitet. Und darüber haben wir ihn auch kennengelernt. Dann gab es die erste freiwilligen Börse, die er als Projektentwickler gemacht hat. Und dann gab es die erste freiwilligen Messe, die dann im historischen Rathaussaal der Stadt stattgefunden hat. Also da ist sozusagen Dauerhaftigkeit, Nachhaltigkeit gegeben. So ein Herrn Hendrich ist schon eine Perle unter den Freiwilligen, das gibt es nicht so oft. Das Besondere, was ich an ihm schätze, ist, dass er genau weiß, was er will und das auch klar rüberbringt. Also das ist der strukturierteste Mensch, den ich kenne. Und ich habe ganz viel von ihm gelernt. Eines meiner schönsten und interessantesten Projekte ist der nachbarschaftliche Besuchsdienst für Senioren. Den habe ich zusammen mit dem Freiwilligenzentrum Fürth gemacht. Ich war dort in einem Team der Projektleiter. Wir haben das innerhalb von einem halben Jahr realisiert. Na gut, sehr gut, dass es solche Leute gibt, die sowas in die Wege leiten. Und wenn sich das so schön entwickelt wie hier, dieses Freiwilligenzentrum, ist es ein großes Plus für die Gesellschaft. Also das auf dem Niveau zu machen, auch in dem zeitlichen Engagement, das muss man ja auch sehen. Das ist natürlich für viele nicht, da sind die Schuhe zu groß. Aber so das Beispiel im Hinblick auf Fähigkeiten einsetzen, da kann er das sicher in die Stadt auch gut reinbringen. Hat schon getan. Ich merke eigentlich nicht, dass ich älter werde. Ich komme mir oft vor, wie wenn ich noch einen Job hätte. Und ich bin inzwischen in dem Großraum Nürnberg-Fürth sehr gut zu Hause, weil ich schon an 19 Standorten war, an unterschiedlichen. Und es ist immer wieder schön, in der Stadt rumzufahren und zu einem neuen Arbeitsplatz hinzukommen.